Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über das Thema Sortiment sprechen. Wie sollte so ein E-Commerce-Sortiment aussehen? Insbesondere natürlich auch auf Amazon, aber du kannst diese Grundsätze auch auf jeden anderen Kanal umsetzen. Egal, ob das jetzt eBay, eigener Shop ist oder halt eben dein Amazon-Store. Wichtig ist, was für Elemente haben wir denn? Also, wir haben verschiedene Punkte, die wir einfach berücksichtigen müssen in der Sortimentsfindung. Das eine ist einfach, willst du eine kleine Nische haben oder möchtest du dich sehr breit aufstellen? Da kommt es dann zum Tragen, was hast du für Supplier, also was hast du für Lieferanten, welche Kenntnisse hast du, welches Firmen-Know-how. Danach solltest du entscheiden, wie du dich dort aufstellst. Ein weiterer Punkt ist, ich sage jetzt mal so, die Drehgeschwindigkeit. Das heißt, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die Ware? Du schickst etwas ins Warenhaus oder du lagerst es selber ein. Wie lange dauert das, bis der Kunde das gekauft hat? Ist das sehr schnell oder sehr langsam? Und da kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt. Wie sieht das denn mit der Marge aus? Also wenn ich Sachen habe, die sich super schnell drehen, komme ich halt eben mit einer sehr kleinen, geringen Marge aus, während ich, wenn ich Sachen habe, die sich etwas langsamer drehen, eine größere Marge brauche. Also gebe ich dir mal ein Beispiel hier. Das wäre jetzt die kleine Marge, das wäre die große Marge. Und dann sieht es einfach so aus, dass du diese Sachen hier wesentlich häufiger drehen musst als diese hier. Die Frage ist jetzt nur, was passiert? Das Prinzip ist ja genau wie diese Geschichte von dem Reiskorn. Vielleicht kennst du die. Jedes Mal, wenn du auf ein Schachbrett ein Reiskorn drauflegst und ins nächste Feld 2, ins nächste Feld 4, ins nächste Feld 8 und so weiter, wird deine Zahl relativ schnell so groß, dass es fast schon ungreifbar, unfassbar ist. Und das hier ist dasselbe Prinzip. Das bedeutet, wenn du diesen kleinen Betrag immer wieder verdoppelst oder zumindest mal erhöhst und dann wieder komplett in dein Business investierst und ihn wieder drehst und drehst, dann hast du einfach eine Kurve, die einfach steil nach oben geht und dir einfach anzeigt, okay, hier läuft's, ich entwickle mich sehr schnell. Mit großmargigen Produkten, die sich langsamer drehen, ist das auch möglich. Aber tatsächlich, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht denken würde, dauert es länger. Das heißt, wenn du dein Geld reinsteckst und schnell wieder rausbekommst und wieder reinsteckst, fährst du in der Regel, ich sag mal Ausnahmen bestätigen die Regel, fährst du damit besser, als wenn du sagst, ich kaufe hier teure Sachen und warte sehr, 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 sehr lange auf diesen Gewinn. Jetzt ist natürlich auch wieder der Punkt, wie viel Kapital habe ich da drin stecken und was ist mein Business? Wenn du natürlich jemand bist, der zum Beispiel Reselling betreibst und der auch mit gebrauchten Sachen arbeitet und du hast sehr geringe Einkaufspreise für Dinge, die am Ende super teuer sind, würde ich das jederzeit empfehlen. Wenn wir hier aber über Neuware sprechen, wo dann wirklich viel Kapital drin hängt, dann solltest du dir einfach genau überlegen, wie du das aufteilst und ob das Sinn macht. Also, wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist es ja so, dass du hier einfach gucken musst, wie du dein Sortiment komplett aufteilst. Also, wenn wir jetzt sagen, das hier ist einfach mal dein komplettes Sortiment, dann solltest du einfach schauen, dass du einen relativ großen Anteil an Schnelldreherprodukten hast und den Rest dann eben mit mittlerer bis hoher Marge sozusagen mit langsameren Produkten einfach auffüllst. Genauso kannst du es übrigens machen, wenn du dein Sortiment erweitern möchtest und du sagst, okay, ich verkaufe eigentlich Kameralinsen. Das sollte mein größter Teil sein, weil dort meine Expertise liegt. Ich kann dort gut einkaufen. Aber ich habe festgestellt, dass die Fotografen auch einiges an Zubehör kaufen. Das verkaufe ich dann hier. Und
zum Beispiel, weil du einfach ein vollständiges Sortiment anbieten möchtest und nicht unbedingt, weil du daran sofort Geld verdienst, wären dann Kameras der letzte Teil in meinem Beispiel. Auch das kann Sinn machen. Das ist dann aber einfach eine strategische Entscheidung, dass du sagst, okay, ich verdiene mein Geld hier vorne mit den Kameralinsen und dann verdiene ich noch ein paar Euro extra mit dem Zusatzsortiment, das meine Kunden einfach gerne hätten. Und die Kameras, die biete ich einfach nur an, damit die bei mir alles kaufen können, weil ansonsten gehen die zur Konkurrenz. Das ist aber natürlich eine rein strategische Entscheidung. Du kannst auch hingehen und sagen, okay, bei mir gibt es nur die Kameralinsen und vielleicht noch ein bisschen Zubehör wie eine Abdeckung dafür, eine Tasche dafür, irgendwas, das aber wirklich direkt damit zu tun hat, weil du einfach sagst, ich bin der Spezialist und bewege mich in dieser Nische. Also das musst du dir wirklich einfach mal klar machen, wie das Ganze dann aussehen soll. Was du auch machen kannst, und das ist halt ähnlich wie wenn wir einfach über Geld reden, ist es auch mit dem Sortiment möglich, dass du sagst, okay, ich habe hier gewisse Sachen, die werde ich sofort los. Das sollte natürlich der größte Teil sein. Und dann hast du aber auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich habe Sachen, die noch ein bisschen länger liegen, vielleicht auch ungewollt, aber die werden immer einen Teil deines Sortimentes ausmachen. Das heißt, du kaufst Ware ein, von der du denkst, die würde sich drehen, tut sie aber nicht. Das wäre dann hier. Und dann haben wir noch einen Teil hier hinten, der allerlängste, den du vielleicht mit Absicht liegen lässt. Und zwar sind das Dinge, wie was zum Beispiel aktuell sehr beliebt ist, sind Lego-Portfolios, wo du Ware kaufst, also in dem Fall originale, verschlossene Lego-Bausätze. Und die lässt du liegen. Das heißt, du kaufst die ein und hast sie in deinem Lager von vornherein geplant für zum Beispiel 12 Monate, teilweise sogar noch länger, um sie dann hier an dieser Stelle mit einem dicken Gewinn zu verkaufen. Das ist natürlich eine Strategie, wo du dich aufteilen kannst und wo du sagen kannst, okay, das hier vorne ist einfach mein Tagesgeschäft, aber um dann ab und zu mal eine größere Auszahlung zu bekommen, wie so ein Investment oder wie auch so eine Reserverücklage, daher der Vergleich mit dem Geldmanagement, baue ich mir langsam was auf, indem ich einfach gewisse Produkte einkaufe, von denen ich weiß, aufgrund meiner Expertise oder von denen ich vermute, aufgrund meiner Expertise, dass sie in Zukunft mehr wert sein werden, und dann sammle ich hier meine abgelaufenen Lego-Sets, die nicht mehr verkauft werden, um bei dem Beispiel zu bleiben, und habe dadurch dann einen höheren Ertrag zum Zeitpunkt X. Dieser Teil sollte aber nicht zu groß werden, weil dann verringerst du einfach deinen Cashflow und hast ganz andere Probleme. Also bei deinem Sortiment ist einfach das Allerwichtigste, dass du genügend Ware hast, die zeitnah rauskommt. Aus dem Retail-Arbitrage, wo wir ja viel unterwegs sind, oder generell aus dem Arbitrage, wäre das Ganze dann so, dass man zum Beispiel sagt, okay, dann nimm hier vorne Retail-Arbitrage-Produkte, die du einfach schnell bekommst und auch schnell wieder los wirst, und auf die Art und Weise kannst du dir einen ganz guten Cashflow aufbauen. Genau dasselbe ist natürlich mit schnellen eBay-Flips für gebrauchte Sachen zum Beispiel möglich. Der zweite Teil wäre dann eher im Bereich Online-Arbitrage zu sehen, wo du sagst, okay, das geht immer noch schnell, aber ich muss ja alleine schon mal eine Woche warten, bis die Sachen bei mir sind, dann müssen die wieder vorbereitet werden, gehen dann ins Lager. Die sind also nicht ganz so schnell wie beim Retail-Arbitrage. Das heißt, Retail-Arbitrage hast du hier den großen Teil, der schnell sich dreht, dann hast du Online-Arbitrage, der sich etwas langsamer dreht, aber immer noch schnell. Und als letztes hast du deinen Großhandels- oder Private-Label-Anteil, wo du einfach sagst, okay, ich habe hier beim Großhändler, wenn wir hier über ernsthafte Bestellungen in den Hunderten, wenn nicht sogar Tausender Einheiten reden, einfach Vorlaufzeiten. Klar kann ich auch mal Glück haben und der hat das auf Lager und ich bekomme es sofort, aber
Oft muss ich da warten, ich muss Saisonware vorbestellen, die bestelle ich manchmal 3 bis 6 Monate vorher. Und ja, das dreht sich natürlich nicht schnell. Klar, wenn ich es auf Lager habe, dann vielleicht irgendwann schon. Aber die Zeiten, die sind einfach wesentlich länger. Außer ich habe jetzt ein Produkt, das irgendwie dauerhaft durchläuft. Aber so solltest du dir da eine Einteilung machen, die für dich selber passt. Das kann auch von Produktkategorien abhängig sein. Wenn du zum Beispiel dein Arbitrage-Sortiment nur auf eine Art und Weise einkaufst, dann mach es nicht davon abhängig, sondern sag vielleicht, okay, was sind denn die Artikel? Dann habe ich hier vorne in meinem Sortiment zum Beispiel Lebensmittel, die sich einfach schnell drehen, weil sie sich ja auch schnell drehen müssen. Und die machen einen Teil von meinem Sortiment aus. Dann wiederum habe ich vielleicht ein paar andere Produkte, meinetwegen Spielzeug. Das ist so ein mittelschneller Dreher, auch nicht ganz verkehrt, als Ergänzung und vielleicht etwas höherpreisiger als die Lebensmittel. Und als dritte Komponente in meinem Portfolio habe ich dann zum Beispiel das Thema Schuhe. Schuhe geben immer eine sehr gute Auszahlung in der Regel, aber drehen sich halt normalerweise lange nicht so schnell wie zum Beispiel die Lebensmittel. Also auch auf diese Art und Weise kannst du dein Portfolio aufteilen und ja, einfach zurechtstutzen. Als letztes Thema heute haben wir noch das Thema von sehr großen Portfolios. Wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest, das vielleicht mehrere hundert Artikel hat, wenn nicht sogar noch mehr, vierstellig vielleicht, da muss man einfach schauen, okay, was machen wir mit unserem Sortiment? Da ist es halt sehr häufig so, wir machen ja sehr viel Unternehmensberatung, auch in dem Bereich Amazon für Unternehmen, auch für zum Beispiel Mittelständler. Das sieht dann oft so aus. So sieht das aus und wir haben einfach hier oben die Top 1%, sage ich mal. Das sind die Produkte, die sich einfach super schnell drehen, die eine gute Marge haben. Das sind genau die Dinger, die dem Unternehmen das Geld verdienen. Dann haben wir hier einfach so eine kleine Mittelschicht, die wir da aufliegen haben. Und das sind vielleicht die Hälfte aller Produkte, die auch nochmal ganz gutes Geld abwerfen, aber lange nicht so viel wie die Top 1%. Und je weiter wir hier nach unten kommen, umso breiter wird die Masse und so weniger die Verkäufe. Das heißt, wir haben hier die anderen 49%, einfach mal in dem Beispiel, die Zahlen können natürlich variieren, wo wir das Sortiment analysieren und einfach feststellen, der hat eine Menge Sachen drin, die sich überhaupt nicht drehen. Vielleicht sollte der die entweder optimieren, vom Marktplatz runternehmen, nochmal anpassen, bundeln, was auch immer, in irgendeiner Form einfach gucken, dass die sich überhaupt mal drehen. Und häufig ist es halt so, dass du hier sehr viel Marketingaktivitäten reinstecken musst und die Frage ist, macht das überhaupt Sinn? Das muss man natürlich im Einzelfall sich dann anschauen, welche Möglichkeiten man da hat. Aber wichtig ist halt eben dann zu sagen, okay, ich identifiziere einfach mal meine Top-Produkte und ich gucke erstmal, was sich dreht. Und für die anderen, die nehme ich vielleicht auch aus dem Sortiment wieder raus. Also du hast vielleicht am Ende dein Sortiment dann in dem Fall nicht vergrößert, sondern verkleinert und kannst dann wieder anfangen, dir was aufzubauen. Auch das kann Sinn machen, ganz besonders, wenn du ein größeres Unternehmen hast oder in einem größeren Unternehmen arbeitest, wo du, ich sag mal, in den hunderten SKUs hast, wenn wir jetzt mal Amazon-Sprache sprechen, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, dann muss man sich das genauer anschauen, dann muss man eventuell mit Multichannel, mit PPC-Werbung, mit SEO-Optimierung und sonstigen Maßnahmen zusehen, dass man das abverkauft bekommt, aber dann eventuell auch genau das, nämlich abverkauft und nicht mehr nachproduzieren, weil das einfach nicht immer zielführend ist. Was sind deine Gedanken zum Thema Sortiment? Würde mich interessieren. Da gibt es wirklich Ansichten ohne Ende. Lass es mich wissen. Lass mir doch einen Kommentar da und dann sprechen wir drüber. Und falls dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch.
Wir sehen uns. Bis dann.